Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück in War Thunder und spielen den Panzer 4G, der hier gerade echt schweinemäßig absäuft. Mein Gott, sehr langsam. 9 km/h geht durchs Wasser. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, wir spielen auf der Karte Morsdorg. Spielen wir auf Karte Morsdorg. So. Irgendwo in, ich würde mal sagen, heute Osteuropa. Aber ich habe keine Ahnung. Das steht da, glaube ich, beim Anfang. Also, naja. Egal. Ja, im schönen Morsdorg. Vielleicht irre ich mich auch total und das ist irgendwo in Rheinland-Pfalz, keine Ahnung. Ja, gucken wir mal, was das so wird. Wir werden hier schön, ja, von dem Panzer 4H, der einfach mal den Schnittberg hochfährt. So, nicht so langsam wie wir, sondern einfach mal so, ist er oben, ne? So, wir versuchen den Punkt B zu halten, oder mehr gesagt, da ranzukommen. Da sehen wir schon die ersten Gegner, die da antreffen. Und da finde ich, ist der Gegner, wenn man von Norden kommt, etwas im Vorteil, weil da gibt es noch diese kleine Anhöhe, wo man sich hinstellen kann. Und das ist echt ganz schön gefährlich da oben. Ja, mal gucken. Jetzt macht der Panzer 4G richtig Rambazamba. Und jetzt versuchen wir mal schön über diese Anhöhe zu hüpfen. So, und dann drehen wir hier so ein bisschen ein und versuchen da mal den Kollegen da vorne ein bisschen zu ärgern. Hoffen wir, dass wir ihn vielleicht reinbekommen. Wunderschönes Ding haben wir dem gerade reingewämst, aber so darf das doch gerne begehen. Jetzt bleib stehen. Greetings, Senor! Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Sehr cool. Dino, was ist denn heute los hier? Jetzt verkacken wir es gleich bestimmt wieder. Ah, wir schauen mal, wir schauen mal. Wir haben gerade richtig Rambazamba, richtig. So, KV-1, sehr gefährlicher Gegner, wenn ihr mich fragt. So, da gehe ich doch lieber mal hier hinter dem Berg. So, da ist der Sturm geschützt. Da muss man aufpassen, wer der HE geladen hat. Der müllert uns einfach so weg. Aber wir können das genauso gut und haben ihm das mal richtig schön mitgegeben. Aber der will uns leicht anvisieren. Uiuiuiui. Und einen Treffer mitgegeben. Ja, da habt ihr schön gesehen, das Splashcam oben. Einmal zurückgehen, wenn dass das richtig toll gerade durchgeflogen ist. So. Haben wir keinen Treffer gelandet, nicht so gut. Da ist noch ein KV-1. Der aber sich gerade verpieselt. Wir nehmen den Schlachtenflieger und haben mal ein bisschen Spaß in der Luft. Wahnsinn, also gerade dieser Mega-Treffer da mit dem Vorhalt, das, und der war nicht langsam. Also ich, ja, ein bisschen, ich will ja nicht sagen, dass ich es überhaupt nicht kann, aber... Ist, oh, hier zu, schön dabei. Tut mir leid. Ja, mir auch. So, BF 109, gehen wir schön auf die Gegner da oben drauf. Aber die gehen alle mal runter, das ist nicht so cool. Wunderbar, mitgenommen, weggemüllert. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob die Bomben jetzt getroffen haben, da war ich jetzt gerade überfragt, aber... Da hat nichts getroffen. Okay, wir haben immer noch 2 Punkte gehalten, das ist gut, dass wir den Gegner noch ein bisschen zurückdrücken. Hier den KV-1 da auf Distanz, das ist kein leichter Gegner, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Weil der nämlich uns locker durchschlägt über diese Entfernung. Ziehen wir auch jetzt wieder hier rum. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Aber treff, treff, treff. Sehr schönes Ding. Na, wir hat er gerade ein bisschen eingelenkt, die alte Sau. Wunderbar, Bona zerstört. Da seht ihr wieder, das an der Seite von der Stuck kann man wunderbar durchhauen. An der Seite vom AV1 genauso gut, wenn er nur treffen würde. Stehen quer, also müssen wir ein bisschen so stehen, dass wir dann... Na, das war ein ganz schlechtes Tennis. Das war auch schlecht. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut.
dieser blöde KV-1 da hin, der geht mir am meisten auf den Sack. Aber wenn er uns nicht dran hat, dann können wir mal hier um die Ecke. Müsst doch sitzen, oder? Oh nein! Wir kriegen zwar einen ab, aber ich will noch den einen Schuss mitnehmen. Da war ein frischer Treffer. So viel Artillerie schießen wie ihr wollt. Da schießt noch 100 pro der KV-1 auf da vorne. Müssen wir leider reparieren, da kommen wir nicht drum rum. Und da kriegen wir noch einen. Wir stehen echt doof. Aber der Panzer ist kaputt, da müssen wir reparieren, da kommen wir nicht drum rum. Ah, langsam dreht sich die Kanone. Nicht getroffen. Ah, wenn die sagt. Lad nach, lad nach, lad nach. Wunderbar, wunderbar, sehr wichtiger Treffer. Sehr schön. Den haben wir auch noch einen mitgegeben. Der dürfte sich nicht bewegen können, aber wir auch nicht. Kacke. Nein, ich war schon aus dem Repair-Modus raus. Hätte ich doch wunderbar das Ding nehmen können. Das war echt scheiße. Ah, Stuck. Stuck F. Oh Gott, ein ganz altes Ding. So, wir gehen mal ein bisschen auf Distanz mit dem Jagdpanzer. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht ein oder zwei nette Treffer setzen können. Mal gucken. Wir gucken das mal. Ah, ich habe natürlich nicht auf Play gedrückt hier bei meinem schönen Türchen. Doch, habe ich. Alles gut. Weiter geht's. Im Lead. Ah, ich hoffe, dass wir das noch ein bisschen holen. Ne? Das war eigentlich... also, ich sag mal, von der eigenen Leistung her, nicht schlecht. Zufriedenstellen. So, wir wollen ja nicht zu viel loben, weil es gibt ja immer noch bessere Leute als man selber. Boah, ist das ein lahmes Ding, ey. Also, in der Hinsicht hätte boah, Abschlusshilfe, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Da wurde noch der Panzer 3 Ausführung M zerstört. Dann nehmen wir noch eine Abschlusshilfe mit. Panzer 3 Ausführung J1. Und hinter uns gerade wummert es richtig rein. Boah, da hat sich gerade ein Japsenbomber zerlegt, ne? So, apropos. Ah, ist zu spät. Ah, da war ich gerade hier. Psst, diese blöden Fliegen immer hier im Sommer. Weit rechts von Gegner aus weiter nach rechts. So, mein Gott, das gibt's doch nicht. Ja, jetzt gibt's noch einen rein als Feierabend hier. Gun Carrier M10, ja, 3 Inch Gun Motor Carrier. Der haut gut rein, da muss ich einfach sagen, da war der einfach besser und dann trifft er bestimmt unten in die Wanne. Ja, wunderbar, schöner geht's nicht, das kann man nicht anders sagen. Ah, Stein natürlich doof, ne? Ungünstig. Das wird schon wieder los, glaube ich. Ah, schade. Ah, da fährt der Panzer 3. Panzer 4G richtig krass Gutes gezeigt. Das sind diese Team. Das ist hier Basecamper. Schräg wegfahren, das ist nicht ballern, wie du willst, wieder hi. Irgendwo eine Senke oder so rein, das wäre nicht schlecht. Da, Schütze tot, sehr gut. Hat doch nicht verwundert, nur. Ich dachte, ich hätte doch den Dings jetzt. Warum habe ich denn den Schlachtenpfleger nicht bekommen? Würde ich mir das nicht sagen, dann hätte ich mir doch nicht verpieselt. Ah, das wird nichts. Schade, fing so schön an, ne? Komm, 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 komm.
Das gibt es nicht, ey. Das gibt es nicht. Ah, kacke, es fing so schön an. Und jetzt nochmal an der Seite auch noch ein Rotz. Amorek. Kacke, kacke, kacke. Ja. Da macht man natürlich gar nichts, ne? So, gucken wir mal gerade einmal in die Stadt. Achso, das hat sich ja geändert, genau. Ja, wir sind Erster, ne? Und wir sind, guck mal! Guckt euch das an! Als Vergleich! Ja, jetzt hat der eine natürlich uns überholt, aber... Ja. Scheiße, was haben wir denn für ein Team hier? Geht doch eigentlich, warum... Ah, das ist aber echt ärgerlich. Ja gut, der Panzer... Mit den anderen Panzern haben wir auch nichts gerissen, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ah, das ist aber echt ärgerlich. Ja, nehmen wir doch gerade den Dings mit, weil dann ist nämlich gleich direkt Ende hier. Dann können wir direkt in den Hangar und dann machen wir kurz eine Auswertung, noch eine schöne, wenn wir Glück haben. Mal gucken. Oder auch nicht, das weiß ich nicht so ganz. Das ist echt ärgerlich. Sowas, ey. So schön angefangen. Naja, hier, schönes Spitfire. Sehr cooles Ding. Und der, ja, wenn der losrotzt, hier. Da geht, da bleibt nichts. Wir haben eine Niederlage erlebt. Ja, das stimmt wohl, ne? Aber, ja, was will man mehr machen, ne? Also, an einem selber kann es ja auch nicht liegen, ne? In dem Fall. Bei den letzten Matches, da, ja. Aber das ist halt War Thunder, wie gesagt, oder jedes Spiel eigentlich, was man online spielt. Und mit Teams zusammen. Also, wie gesagt, ich spiele ab und zu noch eine Runde World of Warships, das ist auch witzig, keine Frage. Und wenn das Team scheiße ist, dann kann man selber 5 Fahrzeuge kaputt machen, dann bringt es dann trotzdem nichts. Naja, kurz, gehen wir durch die Auswertung. Wir haben 0 Flugzeuge zerstört, 5 Bodeneinheiten zerstört dafür. Das war echt nicht schlecht. Und gerade der erste, den, also, ein richtig geiler Schuss. Voll geil. Weil du wusstest genau, der konnte nichts mehr machen. Für den war die Runde gelaufen. Das war auch ein Panzer 4. Das ist Feierabend, ne? Abschlusshilfen 2. Kritische Treffer 6 insgesamt. 16 Treffer. Aktivität 99% mit einer Schlachtdauer von 7 Minuten und 56 Sekunden. Ja, das ging doch so gerade, ne? Ja, lohnlose Mission, ein bisschen was dazu bekommen für den Tiger. Naja, es geht so, ne? Der Panzer 4G, der hat natürlich ein Schießen bekommen, das ist ja nett. Und die Stuck hat fast den Richtantrieb erobert. Komm. So. Da müssen wir längst. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Ah, das ärgert mich echt, ey. Das ist so schade. Ah, mach ich den jetzt mal. Gehen wir erst auf die Heat-Granate, ja. Brauchen wir zwar nicht so wirklich, dann interessiert mich die Panzergranate 40 mehr, weil die Heat ist die gleiche wie bei einer Stuck, die hat 80, glaube ich, ne? Ja, 80 mm Durchschlagskraft, das ist zwar auf Entfernung super geil, weil die fliegen auf so einen schönen hohen Bogen, ne? Da könnt ihr auch mal Leute kaputt schießen, die hinter einem Kuppel stehen. Also hinter einer Kuppel, nicht hinter einem Haus. So steil fliegen die dann auch nicht. Dann ist das mal ganz nett, aber sonst, ja, hält sich in Grenzen, ne? Naja. Ja, schade, schade, schade. Zeigen wir uns nochmal hier unseren schönen Panzer hier. Wo ist er? Da. Der sieht auf dem Bild so silber aus, aber dafür ist der so ockerfarben. Das ist auch irgendwie komisch. Naja. Ja, gut, schade. Der hat eine gute Leistung gezeigt, das kann man nicht anders sagen. Ja, er stand echt doof. Da hätte ich ein bisschen weiter nach vorne gefahren, dann wäre die untere Wanne besser verdeckt gewesen. Aber auch blöde immer. Also fahrt nie über so eine Huckel drüber, das ist echt schlecht. Sag ich euch nur, ne? Manchmal ist das gut, manchmal nicht. Also wenn ihr unten steht und da oben ist ein Gegner, zum Beispiel russische Panzer, die kriegen die Kanone nicht runter. Viele von den russischen Panzern, nicht alle. Das geht immer ganz gut, aber auch bei den Deutschen ist es auch nicht viel besser. Ihr seht ja auch hier vertikales Richtfeld auf der linken Seite, dann könnt ihr euch das angucken. Okay. Kleine Auswertung haben wir lange nicht mehr gemacht. Wie gesagt, der Tiger, der dauert noch ein bisschen. Wir machen mal, Vorschau? Da oben. 11.627 Erforschungspunkte von 61.000. Es wird langsam. Mal gucken, wie es dann so weitergeht. Und dann sind wir wieder am Fluchen, weil dann Tiger 2 Panzer reinkommen und so weiter und so fort. Never ending story, bis wir Tier 10 haben. Und dann sind wir am Fluchen, weil wir einfach nicht drauf haben. So, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, gerne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt War Thunder. Dankeschön.